messenger of doom. Slash, attack, destroy. You will fight. You die. Die. Oh, wir haben nur einen Gunner, sehe ich gerade. Das ist ja die eine Armee, die nicht so top ausgerüstet ist. Tja. Ich kann es von hier aus probieren. Ich könnte nicht, ich werde. Das ist aber eine schöne Siedlung, die ihm nicht gehört, ne? Wir warten kurz, wir kriegen es sicher höher. Jawohl. Das ist nicht gut, das ist zwei sind. Oi! Wow! Was streamst du immer? Hast du spezielle Zeiten oder machst du es eher spontan? Boah, bei einer 50 Euro Spende muss ich dir komplett Antwort geben. Muss ich alles sagen. Dankeschön. Wow, Mann, Dankeschön. Also ich spiele eigentlich das, wo ich Bock drauf habe. Ich bin mit Destiny bin ich bekannt geworden. Oder so bekannt, wie man halt werden kann. Dann. Let's Play ich eigentlich alles durch. Halo, bis hin zu Total War, bis hin zu Rollenspielen, Days Gone, Horizon, whatever, also viel. Und das, die Seite kann ich kaputt machen, da muss ich kurz schieben. Tja, und streamen tue ich jeden eigentlich immer am Abend grundsätzlich. Aktuell habe ich viel Spaß noch an Apex. Also es kommt vieles. Ich bin aktiv. Ich bin sehr aktiv. Es ist mein Beruf. Ich verdiene damit mein Geld. Ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Aber es ist halt einfach immer das, wo ich Bock drauf habe. Probieren die Seuche mal aus. Dankeschön für die 15 Euro. Das ist mega großzügig. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Überhaupt nicht selbstverständlich. Wie lange hält die denn? Also sie sind dann gleich vorbei. Gut. Und jetzt kommen die nächsten. Let's go! Geht auf den General. Da, wie seid ihr da? Oh, hat einen Mammut. Ja, und Total War, um die Frage vielleicht noch zu beantworten. Total War suchte ich halt einfach da, wo ich gerade Bock drauf habe, also die Fraktion. Aber es, momentan kommt es relativ regelmäßig. Ja, also es gibt auch, es ist auch schon so gewesen, dass Leute gesagt haben, kannst du bitte das spielen oder so, und dann habe ich gesagt, ah, das ist nicht so mein Spiel, da werde ich wahrscheinlich nicht warm mit. Das gehört halt dazu. Damit muss man halt auch leben, wenn man jemanden, wenn man jetzt einen Streamer unterstützt oder so zum Beispiel. Der Punkt ist halt, wenn ich am Spiel keinen Spaß habe, dann hat man, glaube ich, beim Zugucken in der Regel auch nicht wirklich Spaß. Und daher ist es immer wichtig, hat der Streamer Spaß, ist es auch viel, viel geiler zum Zuschauen.
Ich wollte die Mauer trotzdem noch kaputt machen. Wir machen die Mauer kaputt. Nallt euch aber bitte nicht gegenseitig ab. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Also ihr ballert auf den General und der andere ballert rein. Geht das? Also, Arbeitsteilung. Total War Warhammer ist ein Spiel, das scheinbar gar nicht so viele Leute kennen. Also ich habe es für mich privat immer ein bisschen gespielt, zu Destiny-Zeiten. Und als ich dann auf einmal aktiv gespielt habe, also ich habe es dann einfach gestreamt, habe mir gesagt, gut, ich probiere das mal aus, vielleicht gefällt es den einen oder anderen Leuten. Es ist dann auf ziemlich viel positives Feedback gestoßen tatsächlich. Haben viele gesagt, hey cool, das kaufe ich jetzt auch, spiele ich dann auch. Oder mein Rechner ist zu schlecht, aber ich guck's mega gerne bei dir, vielen Dank, dass du streamst. Also das scheint schon das eine oder andere ganz cool zu sein, so. Übrigens, damit ich noch erkläre, was ich eigentlich mache, ich probiere den General zu töten, ne? Probieren wir den General zu killen. Das ist halt oberste Priorität aktuell. Lied gerade der Sauhund. Wenn der General mal tot ist, ist das schon mal ein Riesenschnitt. Entspannt bei Total War zu gucken. Ja, das scheint wirklich, also ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, das finden viele einfach todeslangweilig und niemand Bock zuzugucken. Aber scheinbar scheint das schon auf viel Zuspruch zu stoßen. Zu meiner Freude natürlich. Also Rufspiel. Macht nur. Eistrolle, ist ja geil. So, ich gehe mal stark davon aus, dass die nicht hier hinlaufen. Wenn sie es tun, ziehe ich mich sofort zurück. Nutzen die Gelegenheit. So muss das. Ciao, Kabel. Ah, das freut mich zu hören, dass es dir gefällt hier. Großes Kompliment. Der General stirbt. Wo willst du hin, mein Freund? Das ist nicht gut. Verschwinde mal kurz da, ja. Okay. Keine Ahnung, wie ich das regeln soll. Ich kann noch ein paar reinzaubern. Das geht tatsächlich immer. Bisschen näher.
Ja, ein bisschen mehr. So, ich komme nicht drum rum. Ich werde mit meiner Armee reinstürmen müssen. Bewegen Sie sich, Herrschaften. Ja, mein Schatz, du rollst mal lieber wieder raus. Du gehst hier nämlich nur drauf. Das bringt uns beiden nichts. Ich probiere ihn eigentlich immer hier hinzustellen, dass er draufballert. Das ist so die Kernidee, die ich habe. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Mammut. Ist Ihr General eigentlich komplett geflohen? Ist er gestorben? Ich habe es nicht mitverfolgt. Das wird nichts. Stell dich hier zurück. Ich will dich behalten. Du bist zu wichtig. Oh, die kommen raus. Kann man machen. Finde ich nicht gut, aber kann man machen. Ich schmeiß die mal kurz als Puffer rein. Und zwar will ich... Ich erkläre es gleich. So weit weg. Ich zaubern kurz ein paar Skaven aus dem Boden. Die werden angreifen. Und das Ganze ein bisschen hinhalten. Jetzt ist das, was ich machen will. Was leider Gottes nicht klappt. Ich will ein paar Schwertkämpfer hier reinstellen. Meine... Alles, was dann von vorne reinrennt, von hier, kann ich niederschießen. Eine Seuche. Rafft sie alle dahin. Genau, jetzt sieht man's. Das ist der Plan. Es steht ein Großteil der Armee schon hier. Und alles, was jetzt hier reinrennt, wird von der Seite von der Dings niedergeschossen. Das ist die Kernidee dahinter. Das sind Werfer. Dann hoffen wir das Beste, ne? Seht ihr, wie sie drauf wollen und dann von der Seite niedergeschossen werden? Einfach perfekt. Ich gebe ihnen noch Magie, dass sie ihre Feinde schwächen. Ich kann ihnen leider nicht mehr geben. Das ist alles, was ich habe gerade. An Stärkung. Session.
Ja, das ist der Zeitpunkt, wo wir jetzt alles reinschicken. Das wird noch hingerichtet. Ich will nämlich die Sturmratten, die da drin sind, nicht verlieren. Und genau das wird passieren, wenn ich jetzt nicht handle. Die Ecke des Todes. So. Ah, der General steht noch da. Obwohl, vielleicht schaffe ich es mit dem Zauber. Einen kleinen Zauber vom Himmel. Oh, schade. Lässt er nicht mit sich machen. Dann rollen wir. Bleibt hier hinten. Ihr seid zu schwach. Ich schicke neue rein. Meine Gunner stelle ich jetzt so hin, dass wenn er kommt. Oh. Nein, 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 nein. Fahren Sie. Du bist schneller als er. Schicke ich bis nach vorne. Die werden ihn töten. Kann tun, was er will. Er wird da sterben. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich schicke meinen Glöckner rein. Dann muss ich sich darum kümmern gleich. Na gut, er kommt. Wenn das Mammut tot ist, der rennt. Holy crap. Reißt das Mammut in Stück. Ja, das ist seine Stoß. Ich werde seine Stoßzähne verkaufen. Gibt guten Umsatz. Okay. Okay, er flieht für immer. Das heißt, ihr müsst ihn nicht mehr verfolgen. Steht noch einiges in der Mitte.
immer nochmal die Schwächung der Feinde. Ich glaube, die ganzen Linien brechen. Ja, die ganzen Linien brechen. Sehr gut. Wo man die Gegnerstärke erkennt, das ist die Leiste oben. Also hier neben der Kamera. Gelb bin ich, rot ist der Feind. Ja, das ist immer so aufgeteilt. Und je nachdem, wie viele Einheiten sterben, schwankt das hin und her. Great, great victory. Good, good. Collect precious things for Mimi. Okay, die Skeggy sind tot. Das ist gut. Kann ich jetzt hier anfangen, endlich mein Escaping-Korruption zu verbreiten? So, plündernd. Nee, warte kurz. Die Armee hat zu wenig Distanzkämpfer. Warlock, Master of Scrap. Malfunction! Stupid, stupid! So. So ist das also. Das ist ja cool. Ja, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich habe nichts mehr, ne? Siedlungen ausbauen, warten. Bis nächste Runde. Mit ihm wollte ich noch hier runter. Das noch einzunehmen, das war es dann auch schon. Und dann überlege ich mir halt wirklich, ob ich... I'm getting twitchy. Ob ich ihn angreifen soll oder nicht, ich weiß noch nicht. Ah, er hat es schon eingenommen. Toll! Skaven, naja, egal. Ja, es sind keine Prozente, sondern es ist ein Balken. Nein, für die Konsole gibt es das nicht. Ist viel zu prozesslastig. Also muss mega viel berechnen. Nein, nur auf dem PC. Und auch dann auch in der Regel nur, wenn du einen guten hast. Man kann es auch, also es geht auf einer wesentlich, wesentlich tieferen Grafik, kann man es auch noch gut spielen. Aber so wie es bei mir jetzt aktuell aussieht, ist halt ein Gaming-Rechner. Ein echt guter Gaming-Rechner. Hängt aber auch damit zusammen, ist mein Beruf. Also da ich YouTuber und Streamer bin, ist klar, dass ich einen teuren PC besitze, weil, naja, ich bin ja in der Unterhaltungsbranche tätig dadurch. Das ist mein Arbeitsinstrument. Das ist wie jemand, der Gitarre spielt, muss ja auch eine gute Gitarre haben, wenn er das hauptberuflich macht. Kannst auch einen guten haben, wenn du nicht hauptberuflich machst. Aber wenn du, sobald du es hauptberuflich machst, solltest du gute Geräte haben. So. Militärisches Bündnis. Ja, das sind Zwerge im Norden oben. Auch ziemlich zähe Biester. Wir bauen einfach überall noch ein bisschen Geld rein.
Ah, meine Armee ist hier fertig. Warlock, Master of Skrya! Warpstones! Rakateita! Zwei Runden noch, dann macht's Bumm. Ich freu mich. So. Upgraden und ein Schiff. Ah ja, ein Provinz gesichert natürlich. Wie sieht es diplomatisch eigentlich aus? Sehr gering. Ne? Mir kann man nicht trauen. Ich bin Sack. So ist die Welt nun mal. Bloodshed becomes me. Geil mit seinem Schiff halt immer noch da rum. Und was er hier macht, who knows. Ich stehe da mit einer richtig großen Armee dort. Nimm die mal kurz. Ne, ich nehme sie nicht raus. Ja, roll du hier ein bisschen rum. Ist okay. Du auch. Let's rolling. Genau, den können wir auflösen. Das hat er eh eingenommen. So, wir lassen durchlaufen. Ich will die zwei Runden noch... Naja, der geht noch hoch, stimmt. Schade, dass ich Quelle der ewigen Einsamkeit nicht eingenommen habe. Es ist eigentlich ganz cool. Ich kann Skaven Aufstände erzwingen, indem dass ich einfach an der Grenze Skaven Sachen baue. Was mir noch bis zum Sieg fehlt, ich muss die Waldelfen töten und in allen meinen Gebieten muss ich 50% Skaven Korruption haben. Dann haben wir es. Gut, ein paar kleine Gebiete muss ich noch einnehmen. Ich glaube, 5 habe ich, 8 brauche ich. Und eins davon müsste von den Waldelfen sein. Aber oben ist Hexalotl. Unten rechts ist auch eine Stadt, die ich brauche. Und die Hauptstadt von der Flotten der Verdammten würde auch dazugehören. Aber zuerst müssen die Waldelfen weg. Wenn die Waldelfen weg sind, sieht es gut aus. Hast du erstmal einen Gaming-Stuhl gegönnt, ist das Socken angenehmer? Glaube ich gerne. Macht viel aus. Gut, ein guter Bürostuhl geht auch. Aber wenn du halt, wenn du sagst, Zocken ist mein Hobby und ich zocke mehrere Stunden, dann sollte man schon gucken, dass man eine gute Sitzgelegenheit hat. Also ein Gaming-Stuhl ist kein Muss. Aber sie sind halt darauf ausgerichtet, für längeres Sitzen. Konföderation Marienburg und... Das Imperium. Das Imperium wächst und wächst und wächst und wächst. Ich würde ja gerne mit ihnen handeln. Ich will ihr Gebiet gar nicht. Aber mich hassen sie. Krieg haben wir aber keinen. Sie hassen mich nur. Just dead. Stork. Yes, yes. Ja, ich freue mich, nächste Runde macht's Bumm. Bumm. Und das, was mich wirklich Wunder nimmt, ist... Ah. Das habe ich vergessen zu machen. Wohl egal, das explodiert, wir nehmen es ein, dann... Und dann das noch. Da ist eine große Armee drin. Clan Skrya. No malice detected. So viel dazu. Knows who his boss is. Knows who his boss is. Das ist immer gut, wenn du das weißt. No threat of a challenge. Conqueror's delight. My mind rage. Immer noch sehr gering. Keine Sau traut mir.
Das muss hoch hier, das muss unbedingt hoch hier. Punkt, den ich nicht sehe. Irgendwo konnte ich noch Skaven-Korruption machen. In benachbarter Provinz. Hier. Skaven-Korruption, benachbarte Provinz. Benachbarten Provinzen. Mehrzahl. Die haben nichts. Kein Gebiet, die haben nichts. So. Nächste Runde. Boom. Ich freue mich. Bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die Armee drin auch gleich stirbt. Das wär's. Dann würde ich sofort, ich würde sofort angreifen. Direkt in die Offensive. Ohne Umschweife. Gut, eine Umschweife würde ich noch machen. Ich würde die Stadt vorher noch kurz einnehmen. Gehört ja dazu. Dann haben wir 20 Runden gewartet. Oder 15 waren es? 15 Runden haben wir gewartet. Lange genug, trotzdem. Komm, beendet den Zug. Ich will gucken, wie es Bumm macht. Lass es Bumm machen. Es macht mal bum 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 bum. Es passiert und die Explosion des Shredderballs legte die Siedlung in Schutt und Asche. Die Zerstörungskraft dieser Waffe ist unübertroffen. Wenn auch ihre unkontrollierbare Energie die gesamte Unterstadt ebenfalls verwüstet hat. Ah, ist das cool. So gut. Destroy! Eins. Master Engineer. Ich würde gerne mehr Bums machen, aber das reicht. Ah, das reicht schon. Ach, im Ernst. Im Ernst. Ich pfeife drauf. Sollen Sie es probieren, schaffen Sie eh nicht. Bum 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 bum. Hat Bum gemacht. Hat gut ausgesehen. Es hat Bum gemacht. Ey, cool. Voll cool. Coole Explosion. Ich glaub, die Armee drin ist auch gleich zerrissen, oder? Ich dachte schon, dass es die Armee drin auch gleich zerrissen hat. Ja, ich bin immer noch sehr niedrig. Denn keine Sau mag mich. Alle hassen mich. Durch einen Haufen Diamanten. So, hier sind wir bei minus 6, das ist gut. So, ruhig weitergehen da. So. Lass den mal drin da. So.
So. Okay, die Waldelfen sind gerade sehr verwundbar eigentlich. Glaube ich zumindest. Ganz schwierig einschätzen. Ich habe auch mehr erwartet, tatsächlich, von der Explosion her. Beziehungsweise, ich hatte Angst, dass gar nichts passiert. Also, dass es so ein... ja, das ist einfach Ruine, es explodiert. Aber dass es immerhin eine Animation gab, fand ich cool. Das ist schon was wert. Und wenn man jetzt clever ist und sagt, mit den Waldelfen lege ich mich nicht an, würde ich da ein Untergrundnetz bauen. Und dann würde ich an allen Stellen gleichzeitig so eine Bombe bauen. Das kostet zwar ziemlich viel Geld und man wird etwa 15 Runden lang keinen Krieg führen können oder nur in der Verteidigungshaltung. Aber man könnte die Waldelfen, es sind 5 Siedlungen. 5 Siedlungen sind etwa 2500, dass man da einen Unterhalt ein Problem hat. Aber man könnte alle gleichzeitig in die Luft springen. Zur gleichen Zeit. Sie würden alle explodieren. Und die Waldelfen wären auf einen Schlag tot, ohne dass man nur ein einziges Mal gegen sie kämpfen musste. Es ist möglich. Es wäre möglich. So. Warum nicht machen? Weil ich erst zu spät dran gedacht hatte. Ah, das ist absolut normal, dass sich das Spiel am Anfang überfordert, wenn du zum ersten Mal reinguckst. Aber man fängt, in der Regel fängst du einfach mit einer Fraktion an und dann einfach mal genießen und spielen. Sich keinen zu großen Kopf machen, wie was, wo, wie war, wer funktioniert und so. Ich glaube, eine Runde muss ich noch warten. Ich muss noch eine ziemlich lange Zeit warten. Ich mag aber nicht so lange warten. Was hat er denn drin? Wir schmeißen da mal kurz rein. Dampfen bewegt. Ich würde halt schon gerne offensiv gehen, aber er steht, aktuell steht er sogar außerhalb. Jede Siedlung von denen ist bis an die Zähne. Oh, ne? Geht's außen schneller? Genau gleich. Ein paar Runden werden sicher noch sein. Also, dann könnt ihr aber den Rest vorbereiten. Also, halte mindestens 50% der folgenden Korruption in all euren Provinzen. Skaven-Korruption. Halte mindestens 50% der folgenden Korruption in Provinzen. Skaven-Korruption. Ja, aber ich habe doch... Noch bei allen drüber. Wo bin ich nicht drüber? Also 60. Hier nicht, knapp nicht. Hier bin ich. Hier bin ich drüber. Hier fangen die gerade an. Aber fehlt auch nicht mehr viel. Hier sind wir drüber. Hier sind wir mittlerweile auch drüber. Können wir übrigens die Steuern wieder reinnehmen. Drüber.
Auch drüber. Ich kann auch links gucken, oder? Ja, kommt schon hier. 77, 70, 86, 74, 85, 86, 87, 85. Hier sind wir bei 29. Und es geht zurück. Nein, nein, nein! Über die See, du Trottel! Wachstum, nein. Haben wir irgendwo Korruption? Nicht. Müssen wir ausbauen. Kacke, dass er das, ne? Naja, egal, also. 51, 60, 47, ist in Arbeit, in drei Runden haben wir es. 75, 4, 59, 81, 72, 56, 60. Und hier sind wir wieder bei den 57, die aber gerade hochgehen. Und die wir dann haben. Das heißt, es sind zwei. Eine kritische Stelle, eine nicht so kritische Stelle. So. Das machen wir gerade. Die Gebiete holen wir uns. Die Waldelfen löschen wir aus. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bräuchte ich noch 3. Die ewige Eiche. Die nehmen wir natürlich logischerweise mit ein. Dann brauchen wir noch 2. Wood for the small. Keine Chance, das zu holen. Altdorf, Schloss Drakenhof, keine Chance. Ja. Hexoadel und das Erwachende wären zwei mögliche Ziele, die gut gehen würden dann. Ich könnte auch gucken, dass ich ein Bündnis mit jemandem bis dahin aufbaue. Dafür bin ich aber ein bisschen zu schlecht diplomatisch vertreten. Nein, ja, also mich hat es am Anfang auch überfordert. Ich habe mit den Vampirfürsten angefangen und das war schon ein bisschen, puh, da konnte man dann zaubern und ich hatte am Anfang keine Ahnung, dass man zaubern konnte, weil alle anderen Total War-Teile, da gibt es keine Zauberei. Und die Vampirfürsten, die leben von Zauberei, also die haben mächtige Zauber, die haben gute Zauber. Die können ganze Armeen nur mit Zaubern auseinandernehmen, wenn man es richtig einstellt, wenn man es richtig macht. Und ja, das hat mich am Anfang schwer überfordert. Dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass man zaubern kann. Das ging zwar relativ schnell, aber dann kannst du Zauber noch wechseln. Wenn zum Beispiel einer deiner Generäle mehrere verschiedene Zauber hat, zum Beispiel Tod und Vampirismus, dann kannst du unten einen Pfeil klicken, wo du wechselst. Und dann kannst du die anderen Zauber auswählen. Und dann habe ich das natürlich geskillt, dass er das andere einsetzen kann, aber wusste nicht, wie ich es in der Schlacht nutzen kann. Wahnsinn. Und dann bist du halt da total überfordert. Probierst irgendwas. Es funktioniert aber nicht richtig. Aber man fügt sich ein und dann versteht man es und dann, ah, so funktioniert es und dann bei den anderen funktioniert es auch gleich. Und dann hast du so ein Grundgerüst an Wissen, das du dann auf alle Fraktionen anwenden kannst. Und dann geht sich das, dann entwickelt sich das. So. My infernal armory it. Ja. Du darfst gerne probieren, mich anzugreifen, es wird dir nichts bringen. Das ist diese Armee. Ritus ist wieder durchführbar. Hervorragend. Hexerottel wäre eben eins dieser Cities, die ich bräuchte noch. Weißt du was? Wir provozieren hier.
Wissen, Tod und Verderben. Horned Rat provides. June Decay. Na, jetzt machen wir plus 2 hier, das ist halt immer noch zu wenig. Das ist immerhin schon mal was. Also komm, die eine Runde können wir noch warten. Ich kann mit ihm einen Blitzangriff durchführen, dann kann ich die einzeln töten. Das sollte er eigentlich auch haben. Nein, das hat er nicht. Das ist nicht gut. Hier haben wir 4 Runden, dann bricht da auch nochmal eine Armee aus. Wir versuchen's. Ich will eigentlich schnell sein. Mittlerweile will ich das hinter mich bringen. Wie lange die Partie bisher dauert, ich denke, dass wir da schon 26, 30 Stunden kommen wir schon. Ich denke, da komme ich schon hin. Wir müssten nachgucken. Aber wenn die fertig sind, wenn wir den kleinen Sieg errungen haben, dann kriegen wir das hin. Uff, ja. Aber die Zeit fliegt, wenn man spielt, tatsächlich. Die Dunkelelfen landen gerade auf der Insel der Hochelfen, ne? Kenn ich so gut, glaube ich. Kenn, glaube ich, alle Zocker, die so mit Leidenschaft mal ein Spiel gespielt haben, das sie einfach gepackt hat. Da fliegt die Zeit. Oh, ich habe etwas vergessen. Wenn ich die Hauptstadt einnehme, habe ich dann natürlich keine Skaven-Korruption drauf. Lord of the Asrei. Wo ist jetzt der andere hin? Ich brauche das, das und das. Oh, ich schaffe es gerade knapp nicht. Das heißt, eine Runde müssen wir noch warten. Ach, ärgerlich. Na gut, noch 2 Runden. Dann greife ich das an. Das an. Dann mit beiden das und die Armee hier sollte das dann erledigen. Ja, entspann dich. Und das wird untergehen. Oh ja, eine Rebellion. Bitte, macht sie platt. Dann werde ich werde es sofort einnehmen. Ich werde es gleich holen. Komm on. Zack. Ich glaube, ich kann auch bald wieder eine Batterie machen, Angriffsdings. Hä? Von wo kommen die denn? What the fuck? Ikit, most traveled. Habt ihr die kommen sehen? Ich hab die nicht kommen sehen.
Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Ja, ich hab sie auch nicht mal, also wir waren hier und auf einmal waren die da. So, hä? Ja, machen wir das halt kurz. Ich komm nicht so voran, wie ich eigentlich möchte. Das ärgert mich doch sehr. Ich finde das nicht so gut. Wir ballern auf das, vielleicht kriege ich das kaputt. Dann stellen wir die hier auf und die hier auf. Nummer 2, 3 draus. Stelle ich so auf Nummer 2. Stelle ich so auf Nummer 2 und Nummer 2. Und Nummer 2. Dann machen wir 1. Ich stelle mir quasi selber mal dahin. So, zack. General hier. Let's go. Du warst auf den. Und gut ist. Ja, das müsste brechen eigentlich. Ja, sieht aber mal nach einem coolen, normalen Turm aus, nicht? Jawoll! Gebrochen. Versprochen. Ja, der wird nicht kaputt gehen, das kennen wir. Aber die haben sich auch kaputt gemacht. Und die schießen teilweise gerade ihre eigenen Leute nieder. Das ist auch gut. Ob das sich auch auf Dings auswirkt, wir werden es gleich sehen. Ne? Oh, das war ein bisschen früh, glaube ich. Schade. As you wish. As I wish. So. Und mein General ballert immer schön ein bisschen wie hier oben ab. Ja, die fliegen gleich. Dann sprengen wir sie vorher. Baller durch die, ne? Die sind auch gerade am Hochrennen da. Jetzt werde ich angegriffen, ja, richtig. Aber sie werden es nicht schaffen. Ich habe zu viel Zauber, zu viel zu gut positionierte Truppen. Die werden bei den meisten Toren nicht reinkommen, die Mauern werden sich einnehmen und meine Türme werden sie auf offener Fläche niederschießen. Weil ich immer wieder Skaven hole und sie beschäftigt halte, damit sie auch nicht irgendwo sich sammeln können.
Guide us, old one. We're losing Glenrod. Wurden ein paar Männer gesprengt. So was Blödes aber auch. Immer beschäftigt halten, die Leute. Immer beschäftigt halten. Ich werde den rübernehmen. Auch wenn er dauert nicht mehr lange, bis er durch die Tore ist, aber bis dahin. Das Katapult von hier, ne? Muss ich nicht viel sagen. Also, geht es eigentlich kaputt mit der Zeit? Kann ich das rein so in der Theorie niederschießen? Ich glaube, da passiert nicht viel. Wenn ihr noch ein paar Sekunden durchhaltet, dann springe ich euch, dann nehmt ihr alle mit in den Tod. Die hier oben draufstehen. Bye bye. Eine blutige Explosion. So, dann wandelt ihr in Apfelmus. Die Herrschaften. Das mit ihrer prächtigen Offensive hat nicht so gut funktioniert. So. Wir lassen es ein bisschen schneller laufen. Uiuiui. Die wollen aber ordentlich drauf, da. Blitze vom Himmel. Es regnet den Tod. Türme gehören den Feinden. Das ist natürlich nicht so gut. Ein paar Blitze vom Himmel, es regnet den Tod. Die Fraktion, die ich spiele, das sind Rattenmenschen, ja. Richtig. Ich stelle meine Einheit ein bisschen zurück. Er hat strategischen Grund. Kann ich nämlich die hier hinstellen. Die auch so. So. Jetzt reitet der hier drauf zu. Ah ne, der flüchtet vorher. Tschüss. War nett mit euch. War ein guter Versuch. Piu piu piu, piu piu piu, tot tot tot. Alles meins. So, jetzt können die probieren, mit ihnen Frieden zu schließen, nachdem sie so hart auf die Fresse gekriegt haben. In der Regel funktioniert das. Immer wenn sie hart verlieren und die Truppen stark dezimiert sind, wenn sie nicht mehr stark sind, weil sie nicht mehr viele Truppen haben, wollen sie Frieden. Wie viele Fraktionen insgesamt? Oh, schwierig. Die Zwerge, die Menschen und bei den Menschen gibt es drei verschiedene. Aber die anderen zwei sind so, ja, die haben nicht so wahnsinnig spezielle Einheiten. Die sind schon cool zu spielen, aber trotzdem drei. Dann die Vampire, die Vampirküste, die Echsenmenschen, die Skaven, die wir spielen. Die Hochelfen, die Dunkelelfen, die Waldelfen.
Gruftkönige. Ich glaube, das war's. 12. Doch. Müssten 12 sein. Wenn ich keinen vergessen habe. Und jeder hat verschiedene Monster und verschiedene Zauber. Also teilweise überschneiden sich die Zauber. Also zum Beispiel Todeszauber brauchen Dunkelelfen und Vampire. Lichtzauber brauchen Hochelfen und auch Menschen. Was haben wir noch? Ja, dann gibt es halt auch einzigartige Zauber, die nur die Skelfen verwenden können. Oder nur die Vampire, zum Beispiel die Vampirzauber. Die kannst du Zombies beschwören. Auch ganz cool. Tiermenschen, stimmt, Tiermenschen, die Nordstämme und die Chaos-Fraktion noch. 15. War Bretoni nicht dabei zu den... Es gibt viele, viele, einige, ein paar, ein Haufen. Im Grunde genommen unglaublich viel. Wir haben ein Problem. In zwei Runden beginnt hier der Krieg. Und die haben hier das Gefühl, mich angreifen zu müssen. Also, 18. Na, hier kriegen die hart aufs Maul. Das werde ich wahrscheinlich verlieren. Das werde ich wahrscheinlich auch verlieren. Warlock, Master of Scryer! Master Engineer. Tja. Hoffen wir das Beste, dass das noch ausbricht. Wir hoffen ja auch das Beste, dass hier eine schöne Rebellion zustande kommt. Warlock, ja, hier ein bisschen rum, passt schon. All hail Horned Rat. Gracie. Dreaded one. Skinklot. I rule your tribute, Thrall. For it is a privilege to be in my presence. Ja, jetzt übertreib's nicht. Ich handle einfach mit allen, mit denen es geht. Wir machen weiter. Ja, es sind ziemlich viele. Also es sind auch einige dazugekommen. Beim ersten Teil waren es nicht so viele. What? Zwei? Dionese. Mayonnaise. Er greift schon an. Scheiße. Er hat vier Phönixe drin. Ein Adler. Distanzkämpfer bis zum Abwinken. Wow. Das, was ich drin habe, ist nicht gut. Ja, das wird lustig. Ich werde auf die Fresse kriegen. So lustig wird es nicht sein. Yours. Ja.
Let's go, let's try. Ich dachte, ich hätte hier viel stärkere Sachen aufgebaut. Die Armee steht so schön zusammen, sie steht so schön zusammen, sie steht so schön zusammen. Immer noch, immer noch, immer noch. Ich kann nicht widerstehen, ich kann nicht widerstehen. Ich kann nicht widerstehen. Du hast diese Bombe. Ich liebe diese Bombe. Wenn sie gegen mich verwendet wird, natürlich nicht. Hm. Wahnsinnig viel haben wir nicht erwischt, aber trotzdem. Wir reißen in den Tod, was geht. Naja, naja, die sind tot. Ist absolut in die Tonne treten. Ein General flieht. Nicht gut. Super, sehr schön. So, was ist das Ziel? Oh scheiße, jetzt habe ich wieder vergessen, mein General. Das Ziel ist wie folgt. Wir reißen alles in den Tod, was in den Tod gerissen werden kann. Schöne Linie, die sie da aufgestellt haben. Ne, zu weit weg. Kriege ich noch einen Phönix-Tod wenigstens.
die fliehen vorher, bevor sie... Das ist ärgerlich. Nein! Einfach noch sprengen. Verdammt! Ich wollte noch was sprengen. Ja, es sind Phönix. Feuer- und Eisphönix, die sie hatten. Sie sind mit einer ziemlich großen Armee, haben sie mich angegriffen. Was mich sehr wundert, weil die Dunkelelfen gerade sie am Angreifen sind und sie greifen mich an. Hä? Why? Make no sense to me. So, aber ich glaube, wir machen hier dann gleich eine Pause, weil wir werden eh nicht mehr fertig in diese Streaming-Session. Wir werden sicher noch mal ein paar Stündchen brauchen, bis wir alles haben. Kernproblem wird, glaube ich, sein, dass wir, selbst wenn wir die Waldelfen getötet haben, dass wir dann das noch mal zurückerobern müssen, dass wir hier dann Probleme haben mit dem Baron. Alle erklären, ja. Weil ich nicht mehr vertrauenswürdig bin, lösen alle alles auf. Das ist ärgerlich. Und vertrauenswürdig bin ich nur geworden, weil ich das eine Bündnis nicht auflösen konnte. Konföderation Ostland und das Imperium. Jetzt haben sie, glaube ich, alles konföderiert, was ging. Züchterclan. Wir schauen ganz kurz, Verdammnisrakete, lässt sich eine bauen. Immerhin haben wir eine. Wie bitte? Was machen die denn? Guck, hier greifen sie an. Die haben das hier noch. Und die greifen mich an allen Ecken und Enden an. Sind die bekloppt? Das hat Konsequenzen, Freunde. Das hat Konsequenzen. So, ich schicke die Armee nach unten. Die sollten eigentlich das hier wegkriegen. Das ist geschwächt, das ist geschwächt. Er wird auf das gehen, das wird ihn nochmal schwächen. Dann holen wir uns alles wieder zurück. Es wird nichts bringen, was er tut. Gar nichts. Immer noch sehr gering. Interesse mit uns irgendwie hat keiner. Ja, ja, es gibt eine Nuke auf die dann. So. Weil wir hier nächste Runde den Ausbruch haben, machen wir jetzt noch Folgendes. Gibt es jemanden, der Interesse hätte, dass ich mit ihnen Krieg führe? Shield of Athaloran! Wah! Cowardly, spitted axe, but it better be good. Mine as well. So ist es nun denn. Master Engineer! Zap to kill weapon! Kämpfen wir vielleicht selber noch nächste Runde dann. Selbst ein Blitzschlag. Na gut, ich würde sagen, dass wir genau hier eine Pause machen. Gemein, oder? Wir machen genau hier eine Pause. Im nächsten Stream, in der nächsten Streaming-Session, im nächsten Let's Play geht's weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann.